Wir erinnern uns, vor dem Timeout wurde Gießens Playmaker gefoult. Das sind die dazugehörigen Freiwürfe. Einer ist drin. 34 zu 24 steht's damit. Wieder Sascha Obradovic. Bisschen schneller als unsere Kamera. Und die Schiedsrichter geben da ein Foul von Christopher Anrin. Ja, da ist er, der Übeltäter. Das erste Foul des Schwedens bisher in dieser Partie. Dollarbill an der Freiwurflinie. Und Gießens Führung schmilzt auf nur noch 9 Punkte. Wir sind mit so einem guten Gefühl die ganze Begegnung über gerannt. Es konnte eigentlich nicht schief gehen, auch wenn es dann immer mal einen kleinen Rückschlag gab, weil Köln wieder gepunktet hat. Aber wir sind nicht nervös geworden. Wir wussten, wir gewinnen das Spiel. Anton Gavel. Anrin. Jack Eitzen. Sehr stark. Im Schnitt macht Eitzen pro Spiel 20 Punkte und holt mindestens 6 Rebounds. Ist schon ein klasse Typ. Und da sieht man wieder seine Klasse. Der Denge mit dem Dunk. Wow, Wahnsinn, das war richtig hot. 38 zu 25, 13 Punkte Führung für Gießen. So langsam wird es ein bisschen peinlich für Köln. Wollen die dieses Jahr wirklich nicht Meister werden? Ich erinnere nochmal dran, Köln ist ungeschlagen in dieser Saison hier im Energy Dome. Also eigentlich eine Bank zu Hause. Foul von Chuck Eitzen da an Joaquin Gomez, angolanischer Nationalspieler und letztes Jahr auch sogar bei Olympia in Athen dabei. Das war das Highlight seiner Karriere bisher, hat er gesagt. Stark von Bill Edwards, das war das 29 zu 38. Gerrit Terdenge ist zur Stelle, 40 zu 29. Seit 2 Jahren spielt der gebürtige Gelsenkirchener in Hessen und fühlt sich pudelwohl, wie er selbst sagt. Und eben eine tolle Aktion von Gerrit Terdenge. Gerrit Terdenge war in dieser Serie für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Vor allen Dingen, weil er die defensiven Schwächen von Bill Edwards sehr, sehr konsequent ausgenutzt hat. Wir alle denken mit Freuden zurück an Spiel 4, wo er Edwards an der Baseline vernascht hat und dann unter dem Jubel der ausverkauften Osthalle das Ding rückwärts eingeschlagen hat. Und das war nur ein Beispiel dafür. In Spiel 5 war er dann trotz einer starken Leistung am Schluss eben nicht mehr auf dem Feld, weil er tierisch mit Wadenkrämpfen zu kämpfen hatte. Aber nichtsdestotrotz, wir alle wussten, was Gerrit in dieser Serie geleistet hatte. Vor allen Dingen, weil er eben nach dem Ausfall von Justin unser einziger Vierer war. 70 Sekunden noch bis zur Halbzeit und sowohl auf den Rängen als auch auf dem Platz geben die 46ers nach wie vor den Ton an. Aber eins kann ich sagen, kampflos werden sich die Kölner nicht ergeben und es ist noch genug Zeit, das Spiel 5 nochmal zu drehen. Aber solche Szenen sind exemplarisch für das Spiel. Die 46ers stehen in der Defense sehr, sehr gut. Fastbreak über Gavel. Sehr schön gemacht. Und was jetzt wohl in ihm vorgeht? Anspannung, Druck oder einfach nur Bock, heute Abend die Sensation zu schaffen hier im Energy Dome. Thank you.
Noch 20 Sekunden zu spielen in Halbzeit 1. McElroy lässt die Uhr runterlaufen, lässt sich Zeit. Und macht das 31:41 für Köln. Und das war sie, die erste Halbzeit. 10-Punkte-Führung für die Gießener. Und wenn man ehrlich ist, die Mittelhessen sind besser und führen verdient hier beim Meisteranwärter Rheinenergie Köln. Aber noch ist alles offen. Wir dürfen uns auf eine spannende zweite Hälfte freuen hier in der Sauna zu Köln. Sie sehen es, 31 Grad sind in der Halle und 56% Luftfeuchtigkeit. Glauben Sie mir, ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Wir sind gleich wieder für Sie da. Ja, ich wollte eigentlich was zur Halbzeitpause sagen, aber in der Halle waren es gefühlte 40 Grad. Kann mich eigentlich kaum noch daran erinnern, was der Trainer gesagt hat. Ich war so müde. In der zweiten Halbzeit ging es dann weiter. Ich habe es probiert, aber irgendwie mit Ganzkörperkrämpfen war da kaum noch eine Chance zu spielen. Und Gott sei Dank ist der Chris Anrin in die Bresche gesprungen und hat ein super Spiel gemacht und hat dann am Ende irgendwie gereicht. Eine Minute gespielt in Hälfte 2. Köln kam besser aus den Kabinen. Vielleicht wachen sie ja jetzt endlich auf. Köln über Sascha Obradovic, der war mit dem Stirnband. Und ein starker Block. Da spielt er seine 208 cm voll aus. Foul an Luke Campbell. Hat er die Nerven? Nein, zum ersten. Und? Nein, zum zweiten. Einwurf Gießen, entscheiden da die Schiedsrichter. Chuck Eitzen auf Gavell. Bill Campbell. Und der zieht zum Korb und wird da unsanft gestoppt. Das gibt erstmal zwei Freiwürfe. Zu 35 steht's nach diesen Freiwürfen. Geschenkte Punkte für die 46ers. Aber jetzt müssen die Kölner doch nochmal Gas geben. Oder wollen die hier rausfliegen? Auf China. Auf China. Und da verdribbelt sich der Center. Ist aus Piraeus an den Rhein gewechselt. Und jetzt wieder Gießen über Luke Campbell. Gerrit Herdenge. Anton Gavell. Wieder Campbell. Herdenge schön freigespielt aus der Drehung, aber nur der Ring. Köln jetzt mit starkem Zug zum Korb. Die lassen nicht viel Zeit vergehen im Spielaufbau. Aber am Ende springt dann doch nichts raus.